Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Star Wars Battlefront. Ich bin euer Giga Grievio und ich begrüße euch in einer Galaxis weit, weit entfernt. Wir sind zurück auf Bespin, natürlich das neue DLC, das wird ordentlich durchgesuchtet. Diesmal im Modus Wendepunkt und wieder dabei Argente und Julikum. Hi! Hallo! Und wir spielen Wendepunkt Wolkenstadt und ich habe vergessen, mir einen Ionentorpedo mitzunehmen. Aber egal! Nice! Wolkenstadt ist die Stadt, die Map, ziemlich cool eigentlich und Julikum hat es gerade angesprochen. Das ist so die erste richtige Karte von Wendepunkt, wo Gebäude mal mit dabei sind. Ich bin sehr gespannt. Und der Modus ist ja bekannt, haben wir auch schon gespielt. Ich habe meine Tankhand leider nicht dabei. Ist ein bisschen bedauerlich. Aber Scout Fernglas, das, ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig gebrauchen kann. Ich nehme es einfach nochmal. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie ist die Stadt so weitläufig, dass man irgendwie, dass sie sich irgendwo hinstellen und ich spawne und ich bin tot. Wow. Also irgendwie kriegt das Sergeant Max immer hin. Ich krieg das nie hin. Was? Dass der auf R drückt und dann kann er sofort wieder weiterballern. Ich spam irgendwie auf R, aber ich kann dann nicht sofort weiterballern, weil dann irgendwie meine Waffe auch irgendwie so. Oh, ich hab noch 4 Leben. Oh, Hilfe. Hilfe. Hilfe, Mami. Bin tot. Blasterkanone. Yeah. Oh, das war ganz schön knapp. Jetzt ist er abgehauen. Jetzt ist er abgehauen, natürlich. Wir erobern gerade eins, ne? Das ja, finde ich voll schön. Das finde ich schön. Können wir hier mehrere Sachen gleichzeitig erobern? War das schon immer so bei Wendepunkt? Ja. Also, nee, nicht immer. Es ist auch, glaube ich, das Neue. Oh aber nein, glaub, da kommt einer von der Seite. Ich fasse es nicht. Oh, ich habe ihn noch erledigt. Den Spitzenspieler. Alter, mein Aim ist irgendwie gerade ein bisschen tot. Ich bin verloren. Achso, der geht zur Seite. Ah. Oh, bin ich. Ja. Er steht da einfach. Boah, was ist denn das für eine Blasterkanone? Warum habe ich ihm keinen Schaden gemacht? Ich fasse es nicht. Er kämpft sich da eben so hart ab. Ja. Aber egal, jetzt ist er tot. Hab ihn. Ja, nice. Nice. Ich wurde irgendwo abgeschafft. Gibt es nicht hier. Oh, ich bin fast tot. Ach Mann, ich verreck nur noch. Das darf doch nicht wahr sein. Die von voll weit und dann. Ja, voll krass. Da ist schon wieder einer da unten. Unter der Treppe. Ja. Oh, der ist gerade. Ist einfach so extrem ruckelt bei mir. Ja, das wird sehr gut. Achtung, Arschlein, auf dich wird geschossen. Nee, gar nicht. Oh nein! Oh, das gibt's doch nicht! Oh, ich sollte eine andere Waffe nehmen. Vom Impulsgewehr getötet. Oder von einem Zeisselgewehr. Im Lauf. Ich würde jetzt mal nach ganz rechts gehen. Oh, wie geht schon wieder Nahkampf? Weil da ist irgendwie gerade übers Party. Wow. Ach ja. Einfach. Okay, den einen habe ich. Okay, wir haben es erobert. Sehr gut. Ach stimmt, wir müssen ja nur eins erobern hier, ne? Ja. Und dann beim zweiten müssen wir zwei, also gibt es zwei Mann zur Auswahl und beim letzten gibt es eins. Ist halt, dass es einfacher ist für die Rebellen. Ganz gut. Okay, ich habe den einen. Hier, das geht nie. Ich geht nie, wenn ich R drücke. Das funktioniert einfach nie. Wenn ich nie sage, meine ich auch nie. Ich bin tot. Alter, das gibt's gar nicht, dass er mit der A280C so präzise einfach permanent trifft. Ich krieg auch kaum Assists hier auf der Map, ne? Das ist auch so eine Sache. Hey, irgendwer snipt mich hier die ganze Zeit weg oder so. Ja, tot. Von wo denn? Ach, ich weiß es nicht. Ach, von dort, ja, ich seh's, ja, ja, ja. Von links und von rechts und von überall. Okay, den einen habe ich. Wir übernehmen einen Kontrollpunkt. Ich würde gerne mal so einen Twin Pod Carve würde ich gerne mal fliegen. Ich weiß gerade echt nicht, welche Waffe ich nehmen soll. Ich glaube, ich nehme jetzt einfach die Sniper oder so. Ich muss mal regenerieren. Er ist direkt abgeschossen am Spawn ist einer. Ich glaube, die Runde mag nicht. Wir holen uns einen Kontrollpunkt. Ich habe hier zwei Leute übrigens. Ich brauche mal ein bisschen Hilfe. Ja. Nein, der hat mich echt erledigt mit der EE4. Der hat noch 3 Leben. Ich fasse es nicht. Und jetzt wieder das Seiselgewehr hat mich getötet. Geil. Das wird ja gern genommen, ne? Ja. Naja.
Will dir irgendwie Partnerstadt machen? Oh, jetzt. Ich würde gerne mal so ein Twin-Car, Twin-Pot-Dingsbums. Aber ja. Ich krieg's nie. Oh nein, nicht schon wieder, ich will nicht schon wieder sterben. Nicht schon wieder. Haha, ich habe keinen. Ich kann mich nirgendwo verstecken. Ich habe 15 Leben. Oh Gott, es muss mich nur einer treffen, ich bin tot. Oh, ich hab's geschafft, ich hab's überlebt. Oh mein Gott. Da hinten ist jemand mit Turbolaser. Auch nee, nicht schon wieder. Turbolaser? Wo denn? Ja, Turbolaser. Aber es gibt auf dieser Map, müsste es eigentlich. Nee, gibt's Helden? Was? Müsste theoretisch eigentlich auch Helden geben für die Gruppe. Oh mein Gott, ja, ich seh's gerade. Die haben ja ATS. Turbolaser eh. Ja. Ich finde, man sieht die kaum. Ja. Yeah. Die haben sogar ein ATSD. Oh, Hilfe. Ja. Okay, Juligum, ich bin irgendwo bei dir in der Nähe, aber... Okay, ich bin jetzt in der Luft mit diesem komischen Speeder da. Ich versuche mal den ATSD zu holen. Wir müssen den holen. Warte mal ganz kurz. Irgendwie ist die Steuerung ein bisschen komisch. Ah, ich kämpfe gegen eine ATSD mit dem einfachen Gewehr. Ja, warte. Komm wieder zurück. Und wir ballern einfach alle drauf. Ja. Wo ist er denn da? So? Cool. Da kommt irgendwer gerade in der Luft. Sehe ich gerade, ist da jemand? Au. Ja, geil. Ich hatte nur noch ganz wenig Leben. Ich bin gerade runter. Ich wollte gerade runterspringen und hat mich einer gekillt. Oh Mann. Ich will so ein Twin-Pot-Dingens-Kirchens. Und Judigum hat sich selbst gekillt. Nice. Hast du sehr gut gemacht. Hä, von wo denn? Ich zähle fast nicht. Warum? Woher? Das ist dieser komische Druide. Und ich bin schon wieder fast tot. Es ist doch nicht die Möglichkeit, dass der Viper-Sucht-Druide mich darüber trifft. Oh Mann, ey. Leute. Was ist das für eine Statistik? 7 zu 8. Schon wieder? Ich sehe einfach wirklich überhaupt nicht durch. Ich sehe einfach gar nicht durch. Wo ist er denn? Ja, ja. Der kommt jetzt gerade zu dem Eroberungspunkt. Wow, er hat mich instant geholt. Ich sehe aber auch mal drauf schießen, war direkt tot. Mann! Es klappt einfach nie mit diesem dummen R. Ja, genau! Ach komm! Mit dem One-Shot und der Plasterkanone! Mann! Ich will jetzt einmal so ein Plot. Ja, geil! Ja, ist gut. Ja, ist gut. Ich hab's begriffen. Bin schon wieder der Schluss. Alter. Schön, wir gewinnen einfach und ich habe das Gefühl, ich habe überhaupt nichts dazu beigetragen. Ja, ich auch nicht. Ist einfach so schlecht. Ich sehe auch einfach gar nichts. Es wird einfach nur permanent auf mich geschossen. Und ich weiß nicht woher. Ich sehe zwar die Feinde, aber... Der letzte Kontrollpunkt uns. Okay, Leute, komm jetzt. Ich bin jetzt im Twin-Pot-Cloud-Car-Dingenskirchens. Nice. Wuhuu! Alter, das ist ja voll schick. Auch nicht schon wieder ein ATS-CE. Ja, ich glaube, der wartet einfach immer der gleiche, bis er ein bisschen. Und Julikum hat auch einen. Julikum, du hast auch einen. Ich sehe keinen. Okay. Hä? Weiß nicht, ich bin gerade mit egal welcher Waffe bin ich gerade einfach schlecht. Also man stirbt auf alle Fälle in diesem Twin Pot Cloud Car Dingenskirchens extrem schnell. Das kann ich ja schon mal sagen. Meinst du in einem Flugzeug? Ja. Ja, ja, ich sag ja, ich geh wieder in die Luft. Das ist Twin Pot Cloud Car Dingens. Na, weißt du? Also Leute, jetzt mal ohne Scherz. Ich finde, ich kann irgendwie nicht so gut steuern mit denen. Weil irgendwie die Feinjustierung ist bei mir irgendwie genug. Ich hätte gerne nochmal so eins. Da ist schon wieder der ATS, der das gibt, der ist doch nicht. Der respawnt aber auch ganz schön schnell, ja? Ja. Und da ist der ATS, der hat mich getötet. Also. Boah, als ob ich den echt erwischt habe mit meinem Firmenimploder. Alter, was für ein Wurf. Okay, Leute, ich bin nochmal in diesem Ding drinne. In diesem Twin Pot Cloud Cardigans. Geil, oh. Ich finde das gerade ein bisschen dreist, dass die da so hart campen, den ganzen, dass der RTS hier kommt und. Kann mir mal jemand die Gegner markieren irgendwie? Ach du. Ja, was? Er kann mich mit der Impulskanone töten! Alter, das ist doch kein Trabi! Das ist der Trabi aus Star Wars!
Das sind Trabis in Star Wars. Der kann mit dem normalen Gewehr, schießt er einfach zweimal drauf, weißt du? Aber ja, die haben AT-ST, alles klar. Ja, irgendwie ist es unfair. Aber ich meine, kriegen wir nicht hier auch irgendwie mal... Nö. Einen Held? Wir kriegen gar nichts, nö. Egal. Wir kriegen einfach nichts. Boom. Was hast du jetzt davon? Ah, ich wurde blockiert. Hilfe, oh mein Gott, ich bin drin. Ah, ich bin drin. Das ist ganz schön laggy. War eine perfekte Runde. Ja, auf alle Fälle. Verlieren wir jetzt eigentlich oder gewinnen wir? Ey, wir verlieren, wenn wir das nicht in 42 Minuten... Ja, genau. Okay, in 53 Minuten, alles klar. Komm, wir, das kriegen wir hin. Komm, wir umkämpfen das jetzt. Alle ran. Alle ran jetzt, ja, alle hier. Ran jetzt hier. Okay, AT-ST. Oh, oh, oh. Okay, ja. Ist okay, ein AT-ST, ist okay. Alter, ist das overpowered. Der AT-ST kommt rein. Die sind doch so overpowered, Leute. Ohne Witz. Geronimo! Okay. Hey, von der Seite? Ja, genau, der Kerl. Hä, was? Wo denn? Ach, da. Ah. Hab ihn. Hat sich gerecht. Okay, Leute. 13-12. Alter, was für eine Quatschrunde. Alter Schwede. Was für eine Quatschrunde. Aber immerhin mit dem Twin Pot Cloud Car Dingenskirchens bin ich ein bisschen geflogen. Und das ist ja schon mal viel wert. Ich bin mega unschlüssig, welche Waffe ich nehmen soll. Weiß nicht. Ja, das weiß ich auch nicht. Aber Leute, man kann ja nicht immer nur die schönen Runden nehmen. Also muss man auch mal ein bisschen hier durch den Mist warten. Und das haben wir heute getan mit dieser Runde Wendepunkt. Das Imperium ist echt overpowered hier, finde ich. Also jetzt mal ohne Witz, gerade mit dem letzten Punkt dort, weißt du, alles offen. Die haben dort ihre ganzen 20.000 Gewehrstationen, die AT-STs, die sofort respawnen. Also, mein lieber Scholli. Ihr Lieben, das war's. Dankeschön, Julikum. Dankeschön, Arschende, fürs Mitmachen. Ja, danke auch. Bitte. Und bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Möge die Macht mit euch sein. Ich sag, good game. Macht es gut. Bis dahin. Ciao, ciao. Euer GeoGreevy.